Fake. Der Name Fake behandelt den Jargonbegriff für eine Fälschung. Der oder auch das Fake ist ein englischer Begriff für eine Fälschung, ein Imitat oder für einen Schwindel, denn im weiteren Sinne ist es auch ein Begriff für den damit verbundenen bzw. versuchten Betrug. Jemand, der etwas Falsches als richtig vortäuscht, wird gelegentlich auch Faker genannt. Das Wort ist im deutschen Sprachraum erst seit einigen Jahren verbreitet. Es ist deshalb bei Jüngeren eher bekannt als bei älteren Menschen. Das Wort ist auch eine Vokabel im Netzjargon, dem Wortschatz der Menschen, die im Internet schreiben bzw. die sich der Internetkultur zu sehr verbunden fühlen. Am häufigsten wird in jüngerer Zeit ein spezieller Begriff für die oder eine Fälschung solcher Faker-Personen verwendet, die in ausgesuchten Internetforen oder Chatrooms unter Verwendung irreführender Angaben zu ihrer eigenen Person unqualifizierte Kommentare abgeben, die andere Internet-User ärgern, provozieren oder hinters Licht führen sollen bzw. die nicht ernst gemeint sind. Faker-Identitäten dienen oft zum Trollen. Daher ist es auch nicht gerade unüblich, dass eine Person sich unter mehreren verschiedenen Namen anmeldet und ein, für andere nicht erkennbares, provozierendes Rollenspiel von leichtem Spaß bis hin zum Mobbing und übler Nachrede veranstaltet. Das Faken mit mehreren Identitäten ist geradezu sehr typisch für viele Trolle. Das Aufspüren mehrerer Fake-Identitäten mittels IP-Adresse oder Cookies Privatverfolgung kann dabei helfen, Trolle zu identifizieren bzw. sie an ihrem Tun zu hindern. Solche Nicknames von Fakern, die unter mehreren Namen auftreten, werden auch als Sockenpuppen bezeichnet. Oftmals geben sich Faker im Internet als eine andere Person aus, mit einem sogenannten Faker-Account. Oft agieren Faker in einer Kontaktbörse, um mit leichtgläubigen Internet-Usern zu flirten oder um andere Interessen zu verfolgen. Es werden um Langeweile und Einsamkeit bekämpft, erotische Fantasien ausgelebt, sexuell anzügliche Chats geführen, Telefonsex anzubahnen oder um sich an Minderjährige heranzumachen. Kleinere Schwindeleien wie eine Altersangabe von 16 statt 17, 39 statt 41, 59 statt 60, gelten nicht als Faker-Account. Hingegen bedeutende Falschangaben wie 50 statt 16, schon. Manche Faker schlüpfen in eine Rolle des anderen Geschlechts, ein männlicher Faker gibt sich als Frau aus oder umgekehrt. Einige Jugendliche schlüpfen per Faker-Account in die Rolle eines Erwachsenen. In besondere Vorsicht bzw. Sensibilität für Schleichwerbung ist geboten. Bei Erfahrungsberichten oder in medizinischen Threads. Jedoch sind einige Forenbetreiber sind nicht neutral, sondern verfolgen eigene wirtschaftliche Interessen. Zum Beispiel vertreiben sie selbst Produkte, über die in ihren Foren diskutiert wird. Möglicherweise betreiben sie Zensur, das heißt löschen negative Erfahrungsberichte und / oder schreiben in ihrem Forum selber Faker-User als angebliche Endverbraucher. Eine Liste an besonderen Namen oder Foren kann ich euch gerne per PM senden. In der PedFo-Szene bezeichnet man Personen als Faker, die mit technischen Maßnahmen versuchen, PedFo-Anbieter zu betrügen, um Geld zu verdienen. Außerdem nennt man Faker diejenigen Personen, die sich in Chatrooms mit fast demselben Nick anderer Chatter einloggen, um auf diese Weise den Original-Nickname durch negatives Verhalten, durch Benutzung von Schimpfwörtern etc. zu stören bzw. in den Schmutz zu ziehen. Dieses kann polizeilich angezeigt werden. In Chatrooms, die auf der Schriftart Arial basieren, lassen sich zum Beispiel Nicks, die ein kleines L oder ein großes I enthalten, mühelos faken, weil sich die Darstellung dieser Schriftzeichen identisch ist. Auch die Zahl 0 und das große O kann man oft kaum voneinander unterscheiden. Nicht jede Person, die im Internet unter falschem Namen oder unter falschen persönlichen Angaben auftritt, ist ein Faker. Es ist in der Kultur des Internets durchaus üblich, einen Nickname zu verwenden. Dies dient beispielsweise dazu, Spam und andere Missbräuche und Gefahren zu vermeiden. Es kann auch helfen, in Internet-Communities freier und ungehemmter als im realen Leben aufzutreten oder spielerisch ermöglichen, verschiedene soziale Rollen auszuprobieren. Solches Verhalten gilt vielen als legitim. Als Fake sollte man es erst ansehen, wenn es dazu dient, Missbräuche wie die hier beschriebenen zu begehen. Und nun kommst, wenn ich als Verfasserin dieses Textes dir dieses Video sende, weißt du genau, was ich von dir halte. Insofern alles klar? Auf dem sinkenden Schiff der Titanic.